Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch zu einem Let's Show einer kleinen anderen Art, sage ich jetzt einfach mal. Denn es geht hierbei heute um das Spiel Spelunky, welches am 26.08.2021 für die Nintendo Switch im Nintendo eShop erschienen ist. Das Spiel kostet 9,99 € und ist ein Roguelike 2D Jump'n'Run Spiel. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin ursprünglich bei Spelunky von einem ganz anderen Spiel ausgegangen, nämlich von Spelunker. Kann man damit schnell verwechseln, ja? Ich habe hier mal ein paar kleine Szenen für euch aus einem Longplay von einer anderen Seite, damit ihr mal seht, in dem Augenblick, was ich mir zuerst darunter vorgestellt habe. Jetzt konntet ihr das einmal sehen und es hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Denn dieses Spiel wurde ursprünglich 2008 für Windows veröffentlicht und war eigentlich für jeden Mann frei zugänglich. Also es war ein offener Quellcode verfügbar und alles drumherum. Also jeder hätte sich daran setzen können, hätte es selber umschreiben können und so weiter und so weiter und so fort. Und ja, hat man dann aber nicht, schlussendlich. Ne? Und es ist eins mit der ersten Roguelike Jump'n'Runs, die es gibt. Eines mit der ersten, ja. Nur um was geht es jetzt hier in dem Spiel? Während es bei dem alten Spiel darum ging, ich sag jetzt mal, durch eine Mine zu kommen und an bösen Geistern vorbei, ist dieses Spiel hier doch sehr stark davon inspiriert. Und, ja, ich möchte das jetzt einfach mal mit euch zusammen durchgehen und wir spielen jetzt einfach mal das Abenteuer, denn ich selber habe keine Ahnung, um was es hier in dem Spiel geht. Man kann es sogar mit 4 Spielern spielen, okay? Und gelockte Characters, die jetzt noch nicht verfügbar sind. Schön. Ein Eskimo. Ninja. Ein Wikinger. Keine Ahnung. Ein einäugiger Zyklop, ein Roboter. Wir nehmen den Standardcharakter. Okay. Kann ich hier irgendwas aufnehmen? Mit Y kann ich schlagen. Und hier ist ein Buch. Du hast ein Tagebuch gefunden. Drücke Minus, um es zu öffnen. Hallo, mein Name ist Yang und dies ist mein Tagebuch. Staubige Karten und Gerüchte von erstaunlichen Schätzen haben mich hierher tief unter die Wüste gebracht. Dieser Ort ist irgendwie seltsam. Der Aufbau scheint sich die ganze Zeit zu verändern. Man sieht nie denselben Raum zweimal. Ob das wohl der legendäre Olmec-Fluch ist, der die Leute auf ewig in die Höhle einschließt? Ich schiebe den Gedanken beiseite und konzentriere mich stattdessen auf den Schatz. Wenn ich die Grundlagen der Bewegung und des Kampfes beherrsche, werde ich als reicher Mann zurückkehren. Okay, also, wir können mit B ganz normal springen. Mit Y können wir eine Peitsche schlagen. Wir können uns ducken und wir können nach oben gucken. Okay. Ah, und wenn wir nach unten und A drücken, können wir sogar sehen, was unter uns ist. Ah, hier haben wir es ja. Das Tutorial. Kann man jetzt hier an den Wänden hochklettern oder nicht? Ah, ne, er kann sich nur dranhängen. Okay. Kann ich jetzt auf Gegner draufspringen? Ja. Neuer Tagebucheintrag. Das Verderben eines jeden Abenteurers versteckt sich gern in Töpfen. Die Schlange. Cool. Mit einer Liste, was ich bereits getötet habe. Ja, moin. Und ich kann sie auch schlagen. Ah, mit ZR kann ich laufen. Okay.
eigentlich ein ganz normales Jump and Run. So. Wir schauen hier einfach mal lang. Leiter. Mit dem linken Controller-Stick einfach nach oben drücken. Okay, gut. Schön, dass man zuerst eigentlich fast schon die erste Leiter rechts sieht. Wie komme ich da jetzt hin? Ah, einfach runterlaufen. Okay. Gut. Okay, ich habe Herzen. So, komme ich an denen so vorbei oder nicht? Okay, ich darf nur nicht von oben drauf fallen. Gut. Das ist gut zu wissen. Also Ähnlichkeiten sind hier schon mal vorhanden. Aber auch SteamWorld Dig lässt irgendwie so ganz bisschen daran grüßen, ne? Die Reise war schwieriger, als ich dachte. Ich bin in Stachelgruben gefallen, in Fallen gelaufen und wurde von Monstern angegriffen. Doch ganz gleich, was auch immer passierte, ich bin immer wieder am Eingang der Mine aufgewacht. Es ist fast so, als würde ich unter selben Gevatter Tod die Orientierung verlieren. Trotz dieser unheimlichen Ereignisse bleibe ich auf die anstehende Aufgabe konzentriert. Ich schreite eifrig voran und habe dabei Ruhm und Reichtum im Blick. Ich hatte aber doch jetzt, achso, immer noch Tutorial, einen anderen Charakter ausgewählt, wollte ich gerade sagen. Die Kiste darf ich nicht zerstören, aber so, okay. Ach doch, die Kiste darf ich zerstören. Ah. Na komm. Juhu. Es ist aber extrem ähnlich, also dem Spelunker. Die Fledermaus. Dieses Tier verspeist bevorzugt Käfer, greift aber auch Menschen an, wenn es hungrig ist. Okay, ich muss also hier anscheinend erst runter. Da war ein bisschen Gold weggeflogen. Neuer Tagebucheintrag. Bombentasche mit 3 Bomben. Jeder Forscher braucht Seile, vor allem um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Für Objekte. Für Monster. Objekte für Orte. Für Fallen? Okay. So weit, so einfach. Wichtig ist halt wirklich, und das denke ich mal, darf man hier nicht vergessen, dass jedes Mal die Level anders wieder aufgebaut sind. Oh shit. Neuer Tagebucheintrag. Größer als die gewöhnliche Hausspinne. Lass dich nicht von ihnen erwischen. Die Spinne. Hundertprozentig darf ich doch hier dann später noch irgendwas kaufen. Ich will die Kiste haben. Gut, vielleicht hätte ich den Block auch verschieben können. Mag sein. Also fand ich es jetzt lustiger. Was haben wir da drin? Und hier ein Sprung und dann... Und hier kann ich einfach drüber laufen. Hm. Will ich hier hoch? Ja, ich will da hoch.
hier vorsichtig runter. Das war, glaube ich, die beste Entscheidung. Und rein da. Neulich hatte ich am Ende der Mine einen Einblick in ein üppiges Paradies. Wie kann so weit unter dem Erdboden nur ein solcher Ort existieren? Und was liegt dahinter? Die Händler der Höhlen reden von noch fabelhafteren Gewölben weiter unten. Von alten Ruinen aus Gold. Allein die Idee bringt mein rastloses Herz zum Rasen. Oh. Schön. Nein. Mann. Okay, dann machen wir jetzt erstmal hier die Bombe hin. Um uns das dazu holen. So. Ich hoffe mal, dass ich die Bombe dann nicht nochmal brauche. Okay, machen wir so. Willkommen in Kevins Gemischtwarenladen. Überraschungskiste 8000, Seilhaufen. Vielen Dank fürs Einkaufen. Oh, ein Bumerang. Eine beliebte Waffe der Tiki-Männer. Kommt fast immer zurück. Was heißt denn hier fast immer, hä? Achso, warte, das könnte ich so machen. So, dann können wir hier hoch. Ich glaube, das ist mein Ziel, wo ich hin will. Wobei, das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Ne, da unten kommt noch mehr. Das ist, glaube ich, nur ein Schatz, den ich holen kann. Dann hole ich mir den mal. Versuch's nochmal. Ernsthaft? Boah. Schwer zu treffen. Was war denn das jetzt? Könnte mir das mal jemand erklären? Geht, ich brauche nicht. Ich habe mein Bumerang nicht mehr. Mann! Was war das? Es war eine Falle. Neuer Tagebucheintrag. Eine goldene Statue, die durch tödliche Fallen bewacht wird. Bring sie zum Ausgang, um eine dicke Belohnung zu erhalten. Okay, kein Ding. Bringen wir zum Ausgang.
Die Frage ist jetzt erstmal, wo ist der Ausgang? Nein, ich bin so ein Idiot. Gut, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, ne? Muss ich einen anderen Weg nehmen? Na komm. Muss ich Madame hier anscheinend auch noch mitnehmen. Schön, dass sie total betäubt ist, ne? Bring hilflose Frauen zum Ausgang, um mit einem Kuss belohnt zu werden. Zählt als Monster? Ernsthaft? Liebe Frauen, ich habe nichts gegen euch gesagt. Das war jetzt hier das Spiel, damit das gleich klar ist. Wer auch immer dieses Tagebuch in den Händen hält, ich hoffe, es wird von Nutzen sein. Mir hat es gute Dienste erwiesen, doch ich brauche es jetzt nicht mehr. Ich steige hoffentlich ein letztes Mal in die Höhlen hinunter und ich kehre erst zurück, wenn ich den ultimativen Schatz in den Händen halte. Oder warten noch größere Genüsse darauf, entdeckt zu werden? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nimm diesen Schlüssel, er öffnet den Eingang zu den Minen. Folg meiner Spur, wenn du es wagst. Viel Spaß beim Forschen. Yang. Okay. So. Und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Die Wände bewegen sich. Neuer Tagebucheintrag. Die verlassen die Mine mit vielen tiefen Schächten. Spinnweben. Aber ansonsten, ja. Ist natürlich die Frage, wie sieht es dann aus, wenn man ein anderes Level hat? Muss man da echt Glück haben oder... Oh. Moment, das ist eine Spinne. Haha, gewusst wie, du kleine Spinne, du. Oh cool, kann ich den platt machen? Ja, war klar. Oh. Ich bin ja schon fast tot. Ich stelle mir jetzt die Frage, will ich nach oben wieder zurück und woanders lang oder nicht? Verdammt. So schnell kann ein Abenteuer beendet sein. Ja. Yang hatte recht, der Aufbau der Höhlen verändert sich ständig. Toll. Schnellstart. Und schon ist es wieder eine andere Mine. Also, hier muss man echt aufpassen, was man genau macht. Hier ist also wirklich kein Stein, liegt hier genauso wie der andere Stein vorher. Oh, buh, Glück gehabt.
Könnte da runter gehen. Oder da. Egal, so bin ich durch die erste Etage durch. Und mehr muss man nicht sehen. Okay. Getötet 2. Geht. So, Okay, Spinnweben machen mir nichts Böses. So, das ist wieder eine Falle. Das heißt, da brauche ich einen Stein oder irgendwas, um das auszulösen. Aha, aber erstmal einen Stein finden. Da hat man echt keine Chance, ohne etwas anderes zu haben. Na geil. Ach komm. Dann jag ich sie in die Luft. Ich mache es kaputt. Oh, toll. So viel dazu, ich mache es kaputt. Die Schlange hängt fest. Hier hoch. Hier ist wieder eine Statue. Habe ich ein Glück? Was war das? Das war eine Falle, ne? Eine hochentwickelte Falle zur Bestrafung von Dieben. Der Felsblock. Ich glaube, es ist weg. Oh. Okay, da ist nochmal ein Schatz. Den könnte ich mir nochmal holen. Oh, da ist der Ausgang. Hier läuft es eiskalt über den Rücken hinunter. Oh, verdammt. Dann gehe ich schnell da rein, weil ich weiß nicht, was es mit dem Geist auf sich hat. Damals war es so, dass der Geist unbesiegbar war. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das dann handeln soll. Und so gibt es jedenfalls ein bisschen Kohle. Okay. So, das ist jetzt erstmal das Abenteuer. Was haben wir denn jetzt noch? Wireless spielen, hosten und suchen. Okay. Spielerstatistik. Letztes Spiel. Durchschnittliche Punkte. 2000, beste Punktzahl. Okay, das heißt also, ich kann mein Spiel, glaube ich, rein theoretisch fortsetzen. Bestenliste bei Freunden. Okay, da kann ich ihn aktualisieren. Tagesaufgabe, ewige Tagesergebnisse. Okay. Gut, also man misst sich hier dann halt scheinbar auch mit anderen. So wird gespielt. Steuerung, Einstellungen. Okay, wunderbar. Dann haben wir also noch
Bei Spielen, Tagesaufgaben, Todeskampf. Finde bei einem tödlichen Wettkampf heraus, wer der talentierteste Abenteurer ist. Tagesaufgaben, tritt in einem heutigen Abenteuer gegen andere Online-Forscher an. Du hast nur einen Versuch. Na dann. Schauen wir mal, was meine heutige Tagesaufgabe ist. Wenn ich da runterspringe, habe ich ja schon nichts mehr. Da. So, Fledermäuschen kommen drunter. Ah! Das ist schön, dass Fledermaus da schön runtergefallen ist. Jetzt hier auch nirgends so irgendwo eine Falle? Nein. Okay. Ich könnte mich jetzt von hier oben durchbomben zu ihr. So. Nein, 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 ich wollte noch gar nicht bomben. No. Ich wollte eigentlich nur runtergucken. So. Und eigentlich nur einsammeln. Das ist wahrscheinlich so eine Anspielung auf Indiana Jones. Da unten nichts weiter. Weg, Schlange. Yay! Und sie rennt weg. Jetzt die Frage, will ich da jetzt noch hoch oder nicht? Würde sich hier noch was für mich lohnen zu finden? Ich glaube nicht, nee. Okay. In Hackems Bombenladen. Überraschungskiste. Pasta kaufen. Paste kaufen. Bombenkiste kaufen. Das ist eine Bombenkiste. 12 Bomben. Na, aber okay, das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, aber... So, wir gehen hier vorsichtig runter. Und jagen das mal in die Luft und hoffen mal, dass wir die Spinne erwischen. Nein, oder auch nicht. Dann lass mal die Spinne mal Spinne sein. Ich finde es eher hier diese kleinen Fische. Oh, da sind Goldbarren. Oh, da ist ein Skelett. Neues Monster. Was ist es? Ein Skelett. Ein lebendiges Skelett direkt aus seinen Albträumen. Yay. Immer noch interessant, wie gesagt, dass sie die Frau da als Monster bezeichnen. Merci. Aber wo ist die Frau? Ich höre sie auch nicht. Von dem her. Ich höre sie nicht, ich sehe sie nicht. Also weg da. Ah. Aha.
Oh. So. Ich habe einen Pfeil und seht ihr das? Das ist was ganz Großes. Schaffe ich den Sprung? Ja, den schaffe ich. Okay. Oh, schön hier. Hier gibt es auch noch andere schöne Sachen. Wow. Leute, das war jetzt echt knapp. Was war das? Objekte, 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 wo ist es? Das Blättern ist nervig. Auge ist ein altes königliches, ein altes Symbol königlicher Macht. Ob es noch einen anderen Zweck erfüllt? Was war denn das? War es eine Falle? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier in die Luft jagen soll. Gut, es gibt gut Kohle, ne? So ist es jetzt nicht. So, da kommen wir zu dem Großen. Na. Der großen Spinne da oben, die da runterhängt. Das ist eine Spitzhacke. Oh oh. Meine Zeit wird knapp. Okay, ich bin weg. Ich habe anscheinend nur eine gewisse Zeit, um da durchzukommen. Das wurde mir jetzt aber bisher noch nicht so ganz klar kommuniziert. Oh, hier werden die Gegner aber jetzt echt fies, ne? So wie ich das jetzt gerade sehe. Ich weiß nicht, ob es hier Sinn macht, da durchzurushen oder. Da ist das Auge. Ah ne, das Auge habe ich schon. Uch. Komm, Spinne. Ja, egal. Bekleidungsgeschäft. Federschuhe. Brille kaufen, Spikes kaufen und ja, komm, wir nehmen alles mit. Ich bräuchte irgendwann was. Oh, damit darf ich höher springen. Ja, damit darf ich definitiv höher springen, aber das ändert noch nichts daran,
verdammt. Oh, du bist so doof. Ist das ein Monster? Wo war die Frau? Das Durchblättern ist ein bisschen nervig. Diese furchteinflößende Erscheinung treibt in den Keller ihr Unwesen, wo sie nur herkommen. Wo ist sie nur hergekommen? Einer der primitiven Vorfahren des Menschen, ein Höhlenmensch. Okay, wir müssen die anscheinend beide rüberbringen. Und ein Skorpion und, keine Ahnung. Du läufst eiskalt den Rücken hinunter, ja. Ja, kommt, geht rein. Habe ich die getötet? Ich muss jetzt mal gucken. Habe ich die jetzt getötet? Ernsthaft? Nein, Monster. Oh. Okay. Leute, stopp. Also die Piranhas können mich töten und diese Sachen können mich auch töten. Frosch kann ich nichts machen. Am Baum kann ich überall hoch und runter. Okay, also ich kann diese Frau auch leider töten. Ja. Nein. Oh. Also mal ernsthaft, Milady, ne? Das können sie ja mal knicken. Nein. Da achtet man nicht auf seine Energie und dann... Okay, Tagesaufgabe. Level 2, ja. Ist akzeptabel, würde ich sagen. Wiedergabe anschauen. Darf ich mir das echt angucken, wie ich das jetzt gespielt habe? Nett. Okay. Gut, Leute, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Let's Show und ich bin euer Trohot rein. Tschö.